Servus und willkommen zu meinem neuen Let's Play Projekt. Ich bin Marv und wir spielen heute Captain America Super Soldier. Nachdem ich Spider-Man, Wolverine und Iron Man bisher gespielt habe, habe ich mir gedacht, schnappe ich mir jetzt mal Cap und wir legen direkt mit einem neuen Spiel los. Wir spielen auf normal, das müsste eigentlich reichen. Schauen wir mal, was auf uns zukommt. Ein Geschenk von Erskine. Die Kraft, gegen die Tyrannei zu kämpfen. Darauf habe ich gewartet. 24 Stunden früher. Das Ladezeichen gefällt mir. Es stellt das Schild von Captain America dar. Also, so habe ich mir Frankreich nicht vorgestellt. Genau. Seit 2 Wochen kein Sonnenstrahl und die einzigen Mädels bisher hatten 4 Beine und Muten. Ja. Schon gehört, wer bei Kompanie D aufgetaucht ist? Wer? Der Captain. Der ist hier. Ja. Der Captain. Was? Alles nur Masche. Der stellt sich für Bilder in Pose und verschwindet, sobald es ernst wird. Ich weiß nicht. Er soll ein paar Jungs von der Kompanie D befreit haben. Glaub doch nicht alles. Das wurde für die Nachrichten zu Hause inszeniert. Keiner wird hier unseren Hintern retten, Kleiner. Und der Angriff auf. Oh oh. Oh, da ist noch einer. 3 sogar. Also entweder bist du jetzt ganz schnell oder bist gleich ziemlich tot, mein Freund. Na komm schon. Du wirst dich noch nicht von ein paar Hydra-Soldaten gefangen nehmen lassen. Wow. Genau zum richtigen Moment. Und schon sind wir im Spiel. Was sind das für Kerle? Ja, das sind die Jungs von Hydra. Die uns hier irgendwie auflauern. Mal sehen, wie die einen Schlag vertragen. Kann so richtig schön vermöbeln. Free-Flow-Kampfsystem. Da haben sich, hat sich Marvel ein bisschen von Batman. Oh. Ein bisschen von Batman inspirieren lassen. Wow, der hat gesessen. Zack. Mal gucken, dass man irgendwie... Na, wollt ihr nochmal schießen oder so? Wow, das ist richtig cool. Ich stehe auf solche Spiele und... Können wir die jetzt so richtig gut vermöbeln. Ich muss nur im richtigen Moment blocken, damit das irgendwie klappt und dann... Ausgezeichnet. Ist meistens so in diesen Superhelden-Spielen, dass man irgendwie die Gegner einfach vermöbeln muss. War in Spider-Man nicht anders. Bucky! Ich hab das hier im Griff, Cap, aber davon sitzen ein paar Jungs fest. Beeilen Sie sich! Na gut, Mann. Bucky kennt man auch aus den Captain America-Kinofilmen. Zeigt Ihnen, was für Männer wir sind. Tja. Machen wir sie fertig. Ich muss wohl etwas mehr Hand anlegen. Vermutlich. Ah, ein bisschen nach üben hier. Also dafür, dass er eigentlich ziemlich krasse Kräfte hat hier, halten die doch relativ lange in Stand. Aber ist auch richtig so, sonst hätten wir nicht so viel von dem Kampfsystem. Logan, sichern Sie diesen Raum mit ein paar Leuten. Ich brauche dringend ein Funkgerät. Schon dabei, Captain. Tja, der Captain gibt die Anweisung. So und nicht anders läuft es hier. Oh. Was war das? Abspringen? Mit A. Wow.
schön mit Slow Motion. Ja, Kollegen. Sehr cool. Kann man dann auch so ein bisschen das Schild jetzt werfen und die Kollegen dann hier einfach so vermöbeln. Du hast noch nicht genug? Pow! Genau. Da vorne ist was Riesiges! Ich glaub nicht, dass das ein Mensch ist! Oh oh. Was ist das für einer? Kampfanzug. Erinnert mich so ein bisschen an Iron Man. In so eine frühe Version. Ja, die Hydra-Soldaten waren. Sind ziemlich gut ausgerüstet. Wow. Wann ist der groß? Muss ich das letzte geben? Bam! Sehr gut. Ja, Waffe ist weg. Stehst du nochmal auf? Nein. Was für eine komische Waffe ist das? Die von Stark produziert wurde? Was zur Hölle ist los? Seit wann hat der Feind solche Geschütze? Hat er nicht. Noch nicht. Das ist ein anderer Feind. Gebt mir Howard Stark. Marvel Entertainment und Sega präsentieren. Eine Next Level Games Production. Captain America, Super Soldier. Fußbrand. Okay. Der Captain schläft gerade. Na gut. Wollen wir mal gucken, was die vom Hauptquartier schon wieder von uns wollen. So, als Supersoldat hat man es nicht leicht. Immer ist man für alles verantwortlich. Sie können das Funkgerät vorne in der Kabine benutzen, Sir. Alles klar. Wollen wir uns hier nochmal umschauen? Hinten vielleicht nochmal in den Raum gucken. Erstes Kapitel. Gemeinsam allein. Hätte sein können, dass hier noch irgendwas rumliegt. Steuerung ist konsolentypisch. In Innenräumen ein bisschen hakelig. Aber noch geht's. Hier ist Rogers. Bitte sprechen. Over. Rogers, hier ist Peggy. Ich habe vor dem Absprung noch ein paar letzte Dinge zu besprechen. Wir haben unsere Analyse der Munition bestätigt, die Sie gestern Abend erbeutet haben. Howard Stark hat die Legierungen in der Feuerkammer als seltenes Metall erkannt, das nur in den bayerischen Bergen gefunden wird. Keine leichte Sache, das sage ich Ihnen. Unsere Quellen konnten den Ort auf einen abgelegenen Schlosskomplex in den bayerischen Bergen einengen. Er ist in keiner der Hydra-Geheiminformationen zu finden. Daher wissen wir nicht, was uns erwartet. Schauen Sie sich das Dossier auf dem Tisch an. Es enthält alle Informationen, die wir bisher beschaffen konnten. Die bayerischen Berge. Warum sagen Sie nicht Alpen? Nein, die bayerischen Berge sind es. Nein. Nimm die Filmrolle hinten im Flugzeug mit. Nach all den Jahren der Planung und Forschung ist Projekt Masterman nun endlich verwirklicht. Die Geschichtsschreibung wird Dr. Armin Zola als den vermerken, der die Geheimnisse des menschlichen Genoms aufdeckte. Damit bin ich unsterblich. Mit dem Blut meines Mäzens Johann Schmidt werde ich die Arbeit des Verräters Abraham Erskine neu erstellen und übertreffen. Die Amis glauben, sie hätten mit ihrem teuren Supersoldaten den perfekten Menschen geschaffen. Blödsinn. Perfektion des menschlichen Körpers ist ein falsches Ziel. Was nützt es uns, etwas von vornherein Begrenztes zu perfektionieren? Wir müssen darüber hinausgehen.
Herr Skull fand eine abgelegene Forschungseinrichtung und stattete sie mit Hydra-Kräften zu meinem Schutz aus. Skull beehrte mich auch mit der Leihgabe des Hyperwürfels für meine Forschung. Natürlich unter seiner Aufsicht. Ich werde ihn nicht enttäuschen, sondern unermüdlich arbeiten, bis ich Erskines Geheimnisse enthüllt und sie in Sphären entwickelt habe, die er zu betreten wohl fürchtete. Das ist mein Ziel und Zweck, meine Bestimmung. Der ist ja ziemlich von sich überzeugt, der Kollege. Professor Doktor. Seine Technik nähert sich Erskines Arbeit gefährlich an. Wenn die Hydra es schafft, ist sie nicht mehr aufzuhalten. Versuchen Sie, mehr von diesen Filmrollen zu finden. Sie zeigen Ihnen, was Sie erwartet. Captain, wir nähern uns der Absprungszone. Na, das ist doch passend. Schon los. Sind wir getroffen? Was ist passiert? Schuss! Das ist zu viel. Ich muss abdrehen. Oh Mann. Warten Sie, ich springe von hier aus ab. Fliegen Sie weg, sobald ich draußen bin. Ja, Sir. Na dann, raus hier. Was hätte die Tür auch aufmachen können? Nein, man tritt sie ein. Es ist ja egal, ob der Unterdruck in der Kabine herrscht. Der Flieger wird schon irgendwie landen. Oh Mann. Geht ja gut los. Oh, super. So eine Szene hatten wir auch in Wolverine Origins am Anfang. Mit einem ziemlich coolen Auftritt von Logan. Schauen wir mal, wie Cap diese Situation meistern wird. Ich habe ja ein schlechtes Gefühl. Bam! Ja. Also wie ihr seht, diese Kampfrolle, nee, dieses Abrollen im Sportunterricht, braucht man auf jeden Fall immer wieder. So, erledigen wir erstmal da die Leute, die denn noch da am Boden sind. Zack. Ausweichen, Gegenangriffe, Abwehr und das Besiegen der Feinde füllt den Zielmesser wieder auf. Der Einsatz von Zielfähigkeiten stellt einen kleinen Teil Gesundheit wieder her. Nehmen wir mal hier die ganzen geheimen Unterlagen mit, die sie jetzt irgendwie leichtsinnigerweise hier einfach haben rumliegen lassen. Ganze Menge. Ah, Kampf-Upgrade erhalten. Start-Taste drücken zum Ausrüsten. Das geht ja gut los. So, was haben wir denn hier? Stopp feindlichen Angriff und Schock Gegner für kurze Zeit. Schild prallt auf 3 Ziele oder entfesselt eine Schockwelle, indem du den Schild in den Boden rammst. Also ich glaube, ich nehme erstmal den hier. Trifft 3 Ziele. Jetzt habe ich den Bogen richtig raus. Finde ich super. Kann ich noch mehr machen? Nächstes Upgrade? Nö, geht nicht. Ich muss dieses Geschütz irgendwie unschädlich machen. Wollen wir nochmal gucken, wie wir das am besten machen jetzt. Hier vielleicht lang. Die Karte zu betrachten. Nächstes Ziel ist mit dem Symbol. Ah ja, cool. Das ist natürlich auch super. Haben wir so eine ganz klassische Karte. Da ist das Ziel ganz einfach zu finden. Einfach hier. Hallo. Oh, da hab ich. Na! Ich leck ihn aus! Die falsche Taste habe ich gedrückt. Zack! Mal sehen. Beide Muster haben einen gemeinsamen Buchstaben. Muss ihn nur finden. Ja. Beide Muster haben einen gemeinsamen Buchstaben. F oder A? So, steuere die beiden Codeschichten mit dem linken und dem rechten Stick. Ordne auf jeder Schicht das gemeinsame Zeichen zu, um den Code zu knacken.
Das ist die 6. Oh, so schwer war das doch gar nicht. Mit einem Supergehirn ist das Problem natürlich leicht zu lösen. Genau, und wie wir das hinbekommen, wie das aussieht, sehen wir in der nächsten Folge von Let's Play Captain America Super Soldier mit Marv. Bis dahin, Servus.